und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus dem SCS Software-Blog. Was sehen wir alle da? Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Der Next Western Star kommt nicht nur in ATS oder für den ATS, ETS 2 eher nicht, nur für den ATS. Und was man hier so rauslesen kann, was anscheinend, ich habe von den anderen schon eine Nachricht erhalten, aber das wurde ein bisschen missverstanden, denn nämlich dieser LKW wird am 29. Wo steht es nochmal? Wo ist es denn? Wo ist es denn versteckt? Ach hier, genau. 29. September wird der von Western Star, also von der Seite veröffentlicht. Ich habe hier sogar nochmal da. Also in 18 Tage, 13 Stunden, tralala, hast du nicht gesehen. Hier gibt es extra den Link und dann könnt ihr es angucken. Da wird der LKW veröffentlicht von Western Star. Ne? Jetzt gehen wir wieder zurück. Und SCS hat auch reingeschrieben, kurz nach dieser Veröffentlichung wird dann der Western Star auch in den American Truck Simulator mit implementiert, also mit reingebastelt. Und sie können halt noch nicht allzu viel von dem LKW zeigen im Game, weil es halt, sie dürfen halt noch nicht zeigen, weil der LKW offiziell noch nicht da ist, ne? Muss man einfach mal so sagen. Deshalb müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Hier sieht man schon so drei Bildchen. Das war es aber auch schon. Und aber ich finde es gut, dass da Western Star mit SCS hier zusammenarbeitet, um das hier ein bisschen voranzutreiben, dass auch im ATS mal ein bisschen mehr LKWs ins Spiel kommen. Da sind einfach viel zu wenige unterwegs. Und da freuen wir uns drauf. Ne? Wann der wann dann dieser Western Star genau kommt, steht jetzt hier noch, steht noch nicht da, weil am 29.09., also in, was habe ich gesagt, 13 Tagen? Nee, wie viel? Wie waren es jetzt? Ich will vergessen. 18 Tagen veröffentlicht wird und dann schätze ich mal, wird es noch 1, 2, 3 Wochen dauern, bis dann die Version 1.39 dann für den ATS kommt und da ist dann der LKW mit dabei. Da freuen wir uns doch schon drauf, oder? Coole Sache. Bestimmt hübscher LKW, da bin ich mal gespannt. Genau. Western Star ist übrigens eine Marke von Daimler. Ne? Vielleicht, wenn die schon mit Daimler zusammenarbeiten, können sie auch gleich den Actros MP5 machen hier. SCS. Mal ransetzen, gleich mal anfragen. So, falls ihr da noch da genau reingucken wollt, klickt euch dieses YouTube-Video von Western Star an. Könnt ihr noch ein bisschen reinklotzen, was die da so veröffentlichen. Finde ich ganz gut. Aber tolle Geschichte. Habt ihr Fragen zu diesem Thema, dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten könnt ihr auch hier kommentieren, in diesem SCS-Blog-Soft-Eintrag. Könnt ihr das lesen. Wer mit der englischen Sprache nicht zurechtkommt, der klickt doch einfach hier auf diese German-Fanspace und dann könnt ihr hier das alles nochmal nachlesen, auch in Deutsch. Das vielleicht nochmal so zur Information. In diesem Sinn, viel Spaß mit dieser neuen Information. Bastelt euch Papierflieger draus und lasst sie fliegen. In diesem Sinn, macht's gut, bis bald und adios.